Song mit einem Do an und es hört mit einem While auf. Wissenschaft, Bildung, Politik, Wirtschaft, wenn die zusammenkommen und sich austauschen können, dann kann man sehr leicht, unkompliziert Projekte auf Schiene bringen. Und ich glaube, das ist der Sinn der Sache heute, der Austausch, der Meinungsaustausch, das Miteinander. Wenn man den Blick zurückwirft, dann sieht man vor allem eins, nämlich eine absolute Hochkonjunktur. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von 2,7% gehabt. Für dieses Wirtschaftswachstum war ganz wesentlich auch die Industrie. Für uns in der Industrie ist die Ausbildung in der Lehre wesentlich. Und die Elite unter den Lehrlingen sind unsere Industrietechniker. Die Höhe- und Weiterbildung brauchen wir, weil sich die Arbeitsmarktanforderungen verschoben haben. Die Technik wird einfach immer stärker im Schwerpunkt und dort muss auch die Ausbildung ansetzen. Salzburg ist auf einem guten Weg. Wir beginnen bereits bei der frühkindlichen Erziehung, also bei der Elementarpädagogik mit den Spürnasenecken, Kinder auf MINT aufmerksam zu machen. Ein Miteinander von Industrie, von Politik, von Bildung ist meiner Meinung nach unerlässlich. Salzburg Begreifen, ein schönes Programm, bei dem auf analoge Art und Weise Kinder lernen können, Zusammenhänge, die auch wirtschaftlich interessant sind. Wir wollen die Schüler begeistern und dann diese Begeisterung aber auch halten und dann letztlich irgendwann soll es hoffentlich keinen Fachkräftemangel mehr geben bei uns in Salzburg. Was die Anforderungen angeht, da wird Kreativität zu einer Schlüsselherausforderung. Also und auch das Organisieren und Führen und Ausbilden für, ich schreibe extra nicht von, weil ich kann das nicht verordnen, aber ich kann Bedingungen schaffen, in denen Kreativität wahrscheinlicher wird oder unwahrscheinlicher. Ich erlebe viele Gespräche über Innovation, aber wenige Leute sprechen bislang über Kreativität, was mich wundert, weil ohne Kreativität eben auch keine Innovation möglich ist.